Die meisten werden sagen, wenn sie dies alles reduzieren auf so eine ekelhaft, brutal, versimplifizierte Organizität eines in einer Weißwursthaut steckenden Körpers erzeugt, um vertilgt zu werden, und die Komplexität der natürlichen Phänomene in ihrer überwältigenden Schönheit, in ihrer Komplexität. Gestern ein Film über die einfache Komplexität von Mitochondrien oder von Ribosomen, RNA, DNA, Proteine bereits in ihrem perfekten Zusammenspiel. Diese göttlichen Erfindungen von Symphonien, diese grandiosen Werkschaffungen oder etwa die Schönheitshäute einer Frau, die diese überziehen nach Leonardo, lediglich um das Organizistische zu überdecken, dann verstehen sie nicht, was das göttliche Wirken ist. Nein, dem ist nicht so, denn wer würde nicht behaupten, dass die Füllung einer Weißwurst nicht genauso genial an Textur und Geschmack und Bestandteilen sein könnte und die geniale Oberfläche eines Weißwurstdarms selbst bereits ein Wunder an Textur und Text und Verflechtung und Gespräch und Gedicht und Geschmack vor allem darstellt, mit oder ohne süßen Senf. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Rätsel, das alles Bewusstsein am Baum der Erkenntnis, im Moment des Aufklaffens, des Sichtbarwerdens, des Ich bin ja nackt und ich stecke in dieser Hautpelle der Ausgeliefertheit, entsteht. Und dann keine andere Antwort darauf erfolgt, als dass die Haut, diese alte Wursthaut, sich schnell davon machen soll, um nicht ausgezuzelt zu werden, aber gefälligst sich aus dem Paradies der Erkenntnis scheren soll, um dann in Mühe im Angesicht seines Schweißes und seiner sonstigen Leidenschaften sein lebenslanges Werk zu tun und nicht im Paradies, im Daneben aller Tage und aller Paradeiseräpfel der Erkenntnis zu verbringen, davongejagt mit dem Engel und dem durch den Engel und mit dem Feuerschwert aus dem Garten der Erkenntnis. Denn er ist nicht gemacht als nacktes, hilfloses Wesen. Seine Bestimmung zu erkennen und vor allem auch nicht, wann er auf dem Grillrost landet oder in der Suppenschüssel der Hexen von Macbeth. Aber lassen wir das. Punkt, Punkt, Punkt. Geniale Sonne wieder mal. In ihrer vollen Rundigkeit von Amaterasu. Sozusagen auch ohne Kleider erkennbar.